es war natürlich klar, dass es eher eine Schlittschuhfahrt wird als ein Fußballspiel. Und natürlich die Intensität des Spiels und so eine große Stärke, das intensive Anlaufen. Das geht ja gar nicht, weil du kannst dich nicht drehen, du kannst dich doppeln, du kannst keine Überzahlsituation einstellen. Wir haben einen Schlenker, wir sind gleich drei Mann ausgespielt hier, was zum Beispiel euer Zehner, der Geißen weiß, der hat das überragend gemacht. Ein Spieler, der ist ja nicht gerade bekannt dafür ist, dass er jetzt einen wegwirft, aber der hat das überragend gemacht. Diese Art Spiel haben wir leider nicht. Wir haben sämtliche Spieler, die das erste Mal mit sowas konfrontiert werden, weil sie es aus den Heimatländern nicht kennen. Aber was mich viel mehr stört, ist, das Ergebnis geht erstmal vollkommen in Ordnung, wo wir natürlich auch in Führung gehen können. Aber was mich stört, ist einfach, dass viele Spieler von uns, für die war es heute nicht das Wichtigste auf der ganzen Welt, dass wir hier drei Punkte holen. Ja, wenn man sieht, dass Chemie gegen Halberstadt unentschieden spielt, wäre das unsere große Chance gewesen, bei sechs Heimspielen mehr in der Rückrunde nochmal ranzukommen. Aber wir haben es einfach nicht verdient, weil mindestens 7, 8 Leute irgendwo anders waren, ob es bei Probetraining war. Wir haben ein paar Spieler, die gehen jetzt hoffentlich, also ich hoffe es für die Spieler, dass sie in die Regionalliga gehen können, weil das ja unser Weg hier ist als Verein. Aber wenn ich nicht mit dem Kopf in der Realität bin, wenn ich nicht bereit bin, das zu akzeptieren, 0 Grad, 100 Zuschauer, davon 5 eigene, harter Boden, ein harter Gegner, ein gut organisierter Gegner, mit einem sehr guten Trainer, kann ich mich nur wiederholen. Es ist schwer dagegen zu spielen, aber es ist möglich hier zu gewinnen für Inter Leipzig. Und wenn manche Spieler ihre eigenen Ziele verfolgen auf dem Feld anstelle des Trainers und der Mannschaft des Vereins, dann haben wir noch mehr Gegentore verdient, als es heute der Fall ist. Dankeschön. Tuchel. Gewohnt offene Worte, aber auch sehr harte Worte von Heiner Backhaus in der Pressekonferenz gegenüber seiner Mannschaft. Dabei hat er ihnen am Anfang noch gezeigt, wie man stehen soll auf diesem harten Platz. Gera macht es einfach nur mit dem Ball. Und dann hörten wir zu Beginn die Bergmannshymne, denn Wismut Gera war schon zu früheren Zeiten bekannt als die Bergbaustadt. Wismut Gera, und wir wollten heute 3 Punkte holen, aber auf diesem Platz war es einfach unmöglich für unsere Mannschaft. Und da gehen wir rein ins Spiel. Marcelo versucht es aus der Ferne, denn der Platz war wahnsinnig schwer bespielbar, sehr hart gefroren. Doch die Gera kam auf ihrem eigenen Geläuf besser zurecht. Dann wurde mal gerutscht. Und hier hat Weiß eine wunderbare Möglichkeit nach der Flanke von rechts außen. Und da steht Sascha Rode. Sascha Rode steht fast auf der Linie, kann hier retten, und so hätte es nämlich sonst schon 1:0 stehen können. Dann wurde wieder mal gerutscht und Marcelo versuchte es wieder mit einem Schuss. Dann wurde wieder gerutscht und dann Freistoß für Gera durch Weiß. Schöner Kopfball, festgehalten, aber wir sehen es, auch Herbert Schöttl hatte große Probleme zu stehen auf diesem Platz. Dann schöner Abschlag von Herbert Schöttl, schön verlängert. Und das war die angesprochene Chance von Heiner Backhaus, wo man hier 1:0 hätte in Führung gehen können. Und dann sehen wir auch den sehr, sehr unglücklichen Boca Jumo, der überhaupt nicht mit diesem Platz zurechtkam. Wurde dann auch in der Halbzeit ausgewechselt. Aber der hier, der kam gut zurecht, Dos Santos, mit dieser Möglichkeit. Gera, wie gesagt, auf ihrem eigenen Geläuf besser im Spiel, viel aggressiver. Einfach auch mit mehr Willen und Druck zum Tor. Und hier konnte Herbert aber den Ball festhalten. Und dann wurde wieder mal gerutscht, und hier sehen wir es in dieser Sequenz. 4, 5 Spieler rutschen weg, kaum zu stehen. Und das war einfach auch an diesem Tag Usus. Nur Gera, guckt mal, der Luk, Alexander Luk, tanzt hier Niklas Opolka aus, der 2 Köpfe kleiner ist. Und so ging es mit 0:0 in die Halbzeit. Und in der Halbzeit wurde dann für das 19. Oldie-Turnier am 20.01.2017 die Auslosung durchgeführt. FC Schalke 04. Wir kommen jetzt zur Gehen wir in die zweite Halbzeit. Da gleich mit einer guten Möglichkeit für Gemischtas. Knapp am Tor vorbei. Da hätte man doch vielleicht schon mal wieder ein bisschen Oberwasser bekommen. Aber im Gegenteil. Gera immer wieder im Vorwärtsgang. Und hier hätte Blaser in der 55. Minute eigentlich das 1:0 machen müssen. Gehen wir auf die andere Seite. Hier bekommt durch Zufall Franz Bochmann, der für Boca Jumo eingewechselt worden ist, den Ball. Aber mit rechts schwierig für ihn, den Ball zu treffen. Dann Eckball. Wir können den Ball nicht klären. Träger zurück zu Weiß, der mit einer wunderschönen Flanke. Herbert Schöttl kann den Ball nicht wirklich richtig klären. Vielleicht hätte er versuchen sollen, festzuhalten. Dann nochmal Weiß. Hoch hinein. Und da kommt Herbert Schöttl wieder zu spät, wahrscheinlich auch.
den Platz geschuldet, aber dennoch 1:0 für Wismut Gera durch Dos Santos in der 64. Spielminute. Kimmo Hovi holt sich den Ball, verliert ihn zwar, holt sich ihn wieder, er hatte genauso Schwierigkeiten und dann versucht das mal schön mit Überblick, aber an den Pfosten, schade. Gera dennoch immer wieder im Vorwärtsgang, Blaser und da sieht er hinten Sebastian Träger und der kann nur knapp am Tor vorbei köpfen. Wismut immer im Vorwärtsgang. Wir hatten wenig Möglichkeiten nach vorne zu kommen. Hier sehen wir Weiß, dreimal die Schuhe getauscht, am Ende die Multinoppen und das hat in den optimalen Stand dann besorgt. Kim rutscht wieder weg. Blaser nochmal und da kann sich Herbert Schottl endlich wieder auszeichnen. Eckball für Gera. Wir sind schon in der 84. Spielminute. Hohe Flanke. Kopf von Blaser, Tor, nein, Pfosten zum Glück. Nachschuss abgewehrt, aber der Ball ging einfach immer wieder in die Gera rein. Hier Schubert spielt nach links rüber. Wieder zu Carsten Weiß, der ein tolles Spiel macht an diesem Tage. Pfostenschuss, Blaser Nachschuss gehalten und dann macht er es doch nochmal. Vier Spieler in seiner Umgebung, aber dennoch trifft er zum verdienten 2:0 für Wismut Gera. Natürlich zur großen Freude aller Fans und auch des Trainers Carsten Henzel. Am Ende ging es dann ruhig zu Ende, nämlich mit 2:0 für Wismut Gera. Verdienter Sieg, muss man sagen. Und Heiner Backhaus sauer, sehr sauer nach dem Spiel. Und jetzt muss man sich Gedanken machen, wie es denn gegen Sandersdorf auf solchem Gelauf werden soll. Ja, jetzt haben wir den siegreichen Gästetrainer neben uns, Carsten Henzel. Carsten, du hast dein Fazit schon gesagt. So grundsätzlich, war das zu erwarten, dass ihr heute das Spiel eigentlich auch so ein bisschen dominiert? Ja, ich denke, ich habe Inter zwei, dreimal die Saison gesehen. Ich denke, dass er eine zu den Top-Mannschaften auch der Liga gehören, irgendwie dieses Jahr noch nicht so auf den Platz kriegen. Wir wussten, dass wir in den letzten Wochen viel Selbstvertrauen haben, dass wir gut organisiert sind und auch gute Spiele jetzt abgeliefert hatten und wollten jetzt eigentlich auch gegen eine Top-5-Mannschaft endlich mal zu Hause punkten. Und ich bin einfach froh, dass wir das geschafft haben. Sicherlich habe ich heute früh auf den Platz geguckt und habe gesagt, das kommt uns natürlich ein bisschen eher gelegen als vielleicht Inter Leipzig. Deshalb wollten wir auch unbedingt spielen. Haben es gut umgesetzt, denke beide Mannschaften hatten trotzdem auch die Möglichkeiten, auch das Tor zu machen. Inter hat auch kurz vor der Halbzeit die Riesenchance. Denke trotzdem, dass es in Konsequenz einfach verdient war, dass wir heute die drei Punkte zu Hause gehalten haben. Einer hat in der Pressekonferenz angesprochen, die Mentalität seiner Spieler. Ist das bei so einem Platz oder bei so einem Spielverhältnissen das Wichtige, dass eben man den unbedingten Willen hat? Ich glaube, dass die Mannschaft auf jeden Fall die Bedingungen erstmal annehmen muss. Ja? Und wir hatten vor ein paar Wochen auch noch ein kleines mentales Problem, ja, mit einer neuen Mannschaft. Das haben wir jetzt von Woche zu Woche ausgemerzt und ich bin einfach, wie ich es gesagt habe, ich bin einfach froh, dass wir es auf den Platz bringen und dass wir im richtigen Moment auch die Tore machen. Sind jetzt oft auch aus der Halbzeit rausgekommen und haben dann das 1:0 gemacht, so wie heute auch wieder. Und in den ersten paar Spielen hat man jetzt vielleicht noch nicht so das Quäntchen Glück. Jetzt haben wir das bisschen Glück auch auf unserer Seite, dass wir wenig Möglichkeiten brauchen, um Tore zu machen und dann natürlich auch zu gewinnen. Ich gucke da immer noch nach unten, auch wenn es jetzt momentan ein bisschen komfortabel für uns aussieht, muss man ja immer noch die dritte Liga im Auge behalten. Was macht Zwickau, was passiert in der Regionalliga? Gibt es dann noch einen vierten Absteiger oder so? Deshalb werden wir ganz in Ruhe regenerieren und ich wünsche mir jetzt einfach nochmal, dass wir am Samstag in dem Barleben nochmal genauso eine Leistung abrufen und vielleicht dort auch gewinnen können. Wir sehen uns in Leipzig wieder. Weiterhin bis dahin viel Erfolg. Danke. Schöne Weihnachten, Nomen, ne?